Jetzt zeig ich mal, wenn Gurwa immer schießt. Auf geht's, Mike! Bruder, ich lerne gerne, verstehst du? Wow! Ah! Wow, big safe! Hast du, Mike? Wow! Wow, schöne Annahme! Fahr das mal! Behente, jetzt sind wir auf dem Platz angekommen, nachdem ihr das Interview gesehen habt. Nochmal Lidi, korrekt, dass ihr Zeit genommen habt. Danke. Und vielen Dank an Winterthur, die am Start sind. Mike ist übrigens auch da, er wird im Tor sein und wir werden jetzt mal den Bre unter die Lupe nehmen. Ja? Wie gut ist denn ein Profi aus Asien, ja, im Vergleich zum YouTuber? Der macht Pressure. Nein, wir haben jetzt einfach ein bisschen Spaß. Nicht zu vergessen, unser absoluter Torwart. Ja, Nummer 1, Leute. Nummer 1. Number one. Hey guys, let's go. So, mi gente, Challenge Nummer uno, Leute. YouTuber gegen Profi, meine Damen und Herren. Und zwar, Five-Shot-Challenge. Erstes Mal, Mike wirft uns den Ball ab. Hier hinten, mit dem 16er, müssen wir annehmen, bis zu 3 Touches. Abschließen, danach 11 Meter. Und hier hinten liegen 3 Bälle für Freistöße. Bin ich gespannt. Wie ist es eigentlich bei dir, Bruder? Aber jetzt auch schon länger nicht mehr auf dem Platz. Bin nicht so der Freistoß-Typ eigentlich, aber für hier reicht's. Okay, Leute, dann würde ich sagen, dann... Nee, da muss ich gar nicht reden. Dann zeigen wir mal den Go, weil jeder mal Fußball spielt. Ja, zeigen wir mal. Komm, auf geht's. Vamo. Komm, Stück, 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 wir anfangen. Ah, okay. Stück. Auf geht's. Du kannst entscheiden, ich soll anfangen? Ja, du. Schau mal, was der YouTuber so kann, ne? Mein Hermano ist nervös. Que pasa, Chico? Dale. So ein Ekling. Oh, 11 Meter? Oh. 2 von 2, was ist los? Was ist da los? Spielst du Druck? Boah, klasse. Big Save. Ah, nicht gut. Boah. Ah, 1 von 3. War länger nicht mehr auf dem Platz gewesen. Der war ganz hot. Was sag ich als Profi? Ah, okay. Bruder, ganz stabil, muss ich sagen, ja. Musst du das erstmal als Namen machen, ne? Ah, okay, war okay. Ja, das sind die doch. 11, ne? Okay. 11 Meter. Boah, Mike! Ja. Wo fangen wir an? Hier? Wo du willst, Bruder, wo du willst. Machen Luis, oh. Gut. Oh mein Gott, was eine Schusstechnik, Bratte! Was eine crazy, sag ich ehrlich, Leute, krasse Schusstechnik. Tranquilo, hermano. Hast du, Mike? Okay, Leute, die Runde, die gebe ich ihm, die war crazy, Bruder. Die war sehr, sehr stark. Gut, aber deine waren auch schlimm. Die war sehr, sehr stark. Zeig mal die Technik, zeig mal für die Leute da draußen. Auf was achtest du da? Ehrlich gesagt, muss der Ball irgendwo sein, wo ich denke, dass er gut steht. Das ist das ganz am wichtigsten. Sagen wir jetzt mal, jetzt ist er gut. Und das Schlimme ist, ich habe 46 Schuhgröße. Ich kann gar nicht unten rein. Also muss ich ihn so treffen. Du triffst ihn auch ein bisschen unterhalb, genau. Von der Mitte oder oberhalb? Ich treffe ihn so ein bisschen. Ne? Ja, so. Ja, damit er einfach diesen Topspin macht. Okay, dann zeig mal dieser Liridon Krasnici Topskin. Topspin. Mike! Ach, das ist ganz, ganz geile Technik, Digga. Okay, Leute, ich würde sagen, erste Runde muss man ihm lassen. Schusstechnik war sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir nochmal Runde Nummer 2. Ich würde sagen, ich fange wieder an. Let's go. Ecke, spring doch in eine Ecke, komm mal! Spring doch in eine Ecke, ja? Versuche ich fürs Video was zu machen. Boah! Der war ganz, ganz, ganz krass. Mann, like Cubanito. Der war ganz krass, Digga. Ah! Kelleck! Auf Ansage jetzt oben links. Ja, nicht ganz abgeleint hier, aber Tor ist Tor, Leute. Ganz stark. Jetzt bin ich gespannt hier auf ganz stark. Unseren Profi, Krasnici. Ich küsse dein Herz. Ja, Bruder, ich würde sagen, einmal Baller, immer Baller, oder? Ja, würde ich auch sagen, ne? Erste Runde war er besser. Ich habe jetzt, was habe ich jetzt wieder? Ich habe nur 2 Tore gemacht, ne? Nur 2 hast du gemacht, ne?
Ich muss nur 11 Meter und ein, dann bin ich schon durch. Schon. Ich muss mir auch die Profi-Ehre lassen, sonst dreht er nie wieder ein Video mit mir. Das Problem ist, wenn ich mich jetzt blamier, dann hilft nichts mehr, ne? Ratsch. Wow. Elfer? Mega. Nein. Oh, ja, nicht schlecht. Schau mal, wie der jetzt fliegt. Ah, f***, Alter, hab ich getroffen. 2-2, ne? 2-2, ja. Links oben. Boah, krass, Bruder, ja. Krass. Unentschieden jetzt, ne? Unentschieden. Stechen? Stechen. Was machen wir, Bruder? Entscheide Disziplin? Bruder, kommen wir mit allem, aber nicht Wolle. Wieso kannst du so gut aus? Nein, Bruder. Also ja, ja. Sehr gut. Wolle, ja? Er macht jetzt den da hier zum Beispiel so. Ja. Und du musst ihn von hier mit einem Touch direkt. Direktabnahme. Tschüss, Bruder, die Bälle gehen danach. Bruder, Technik, Bruder. Technik. Zwei, Bruder, zwei. Zwei, Two-Touch. Wirklich Two-Touch. Okay, wirklich Two-Touch, komm. Er hat Angst, der Hermanito, weißt du? Okay, Liri, erklär mal jetzt hier die entscheidende Challenge. Also, die entscheidende Challenge, weil da, dass es unentschieden steht, gebe ich ihm nochmal die Chance, dass er gewinnen kann. Was der Ring. Machen wir jetzt Flugball und wir haben maximal 2 Toques, 2 Touches. Después vamos, ha? Muy bien, hast du nochmal Schnick, Schnack, Schnuck, hombre? Alter, Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, ich weiß nicht. Schnick, Schnack. Du kannst entscheiden. Ich fange an. Du fängst an, okay. Ja. Allah! Okay, Leute, jetzt zeige ich mal den Go, wie man schießt. Ja, ja. Auf geht's, Mike! Bruder, ich lerne dir gerne, verstehst du? Ich lerne dir gerne. Der war sehr stark. Zeig mal jetzt was, Krasnitschi. Ja. Stark, ja. Ja. Das war gut, ja, Bruder. Born to fly, aber er ist auch der beste, Bruder, im Social Media Game. Kopf hoch, Bruder. Ich zeig's dir jetzt. So, meine Hände, letzter Schuss jetzt, aktuell ein Tor gemacht. Ich würde sagen, ich versuche nochmal mein Bestes. Let's go. Wow, schöner Name. Warte mal. Lass mal fragen. Bon. Hier, putz meinen Schuh. Ich küsse da nicht. Ich hol kurz den Waschlappen, okay? Bro, ich hab noch eine Chance, ne? Okay, ich hab noch einen Schuss, ne? Okay, komm, Mike. Komm, Mike. Bruder, aber der kann er halten, ne? Ja, aber hast du ein Tor gemacht? Wir haben 3, oder? Ja. Hast du eins gemacht? Ich hab schon eins gemacht, Bruder. Also ist das Spiel zu Ende, oder? Eigentlich ist es zu Ende. Aber er hat ja vorher nicht gewonnen. Vorher war unentschieden. War vorhin unentschieden? Ich hab nicht gewonnen, Freund. Einer hast du gewonnen, einer war unentschieden. Einen habe ich. Ah, ja. Ich gebe dir den jetzt noch. Okay? Du gibst dir noch einen. Okay, komm, auf geht's. Gut. Ja. Hoppala. Nein, Digga. So, meine Hände, es ist wirklich heute sehr, sehr Freestyle-Dreh. Ich und Lili zeigen euch nochmal, wie man Freischüsse schießt. Let's go. Haut drauf. Sehr schön, stark. Und er zeigt, wie man hält. So, Lili, macht jetzt einen Top-Spin, Leute. Wee, wee. Leute, habt ihr noch Fragen? Deshalb ist er mal ein Profi. Wow. Safe. Starker Safe, ey. Ganz stark. Sehr stark. Bruder, ey. Leute, ich sag euch ehrlich, ich habe mit vielen Profis gedreht, aber seine Topspin-Schüsse, Bruder, sind sehr, sehr krass. Danke, Bruder. Und du warst auch länger nicht mehr auf dem Platz. Bruder, ich war seit 3 Monaten nicht mehr auf dem Platz. Aber auch stark gehalten. Jungs, kranke Schüsse, ohne Witz. Ist dein Herz auch gut, ist selbst dabei? Bei deinem Ball, Bro, ich dachte gar nicht, dass der reingeht, aber der hat sich noch gesenkt. Wie war bei Liri, sein Schuss? War auch krank. Manche Schüsse, die senken sich, man denkt... Hast schon genackelt, ne? Ja, ja, sehr. Ja, auch stark gehalten, ne? Wallah, Baba Torwart. Okay, Mann, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall für das Video. Checkt alle ab, checkt Liri ab, checkt Isaac hinter der Kamera ab. Ich küsse dein Herz. Auch Winterthur und natürlich Mike, danke, auf den ich sehr, sehr stolz bin. Checkt auch die Grip Mode Handschuhe ab. Und hab ich noch was verpasst, Liri? Gut, alles gut. Das war Baba Dreh heute. Danke euch allen
Support, Abonnenten, subscribed, wie auch immer. Genau. Geile Typen. Makinas, Ruska ist hier. Kubanito.